Ja, liebe Sarah, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich hatte da persönliche Sachen. Ich will jetzt nicht so lange über mein Portemonnaie reden, aber ich habe es irgendwie verloren. Hoffentlich nur verloren, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr da. Und dann war der Stau da. Ich freue mich aber, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich wirklich über die Einladung. Fünfter Geburtstag für eine Moschee, die seinesgleichen sucht und die, wie ich finde, ein absolutes Leuchtturmprojekt für Berlin ist. Und liebe Sarah, ich möchte dir und deinen vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, deinen Unterstützern, ganz herzlich danken. Auch für den Mut, den ihr habt und hattet, als ihr mit diesem Projekt losgelaufen seid. Und ich glaube, das sind genau diese Projekte, die so ein, ja, wir reden so oft über Berlin ist die Stadt der Vielfalt. Ist es ja auch. Bunt, vielfältig. Und das wird hier gelebt, auch durch dich. Und ich weiß, dass es da auch viele Widersprüche gibt. Du bekommst, ja, viele finden es nicht gut, was du hier machst. So, wir wissen, wer das nicht gut findet. Und umso wichtiger ist es, dass du so stark bist mit deinen Unterstützerinnen und Unterstützern, dass du das hier durchziehst. Weil das ist doch die gelebte Vielfalt, die wir in unserer Stadt brauchen. Und das ist, finde ich, auch genau das, was Berlin ausmacht. Und dass du das jetzt 5 Jahre schon machst, ist toll. Du weißt, ich bin immer gerne bei dir. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Wir tauschen uns vielfach aus. Das machst du ja mit vielen, mit Politikerinnen und Politikern, auch aus allen Fraktionen. Das finde ich richtig und gut, wie du das machst. Und mein Wunsch ist wirklich, dass du genau bei dieser Linie bleibst. Weil das ist das Berlin, was wir doch alle lieben, was du verkörperst. In Person übrigens, als auch hier ein Stück weit mit deiner Gemeinde. Und diese Vielfalt zu schützen und zu stärken, deswegen bin ich immer gerne bei dir. Auch deutlich zu machen, dass ich an deiner Seite stehe. Und egal, wer Druck ausübt, wer es vielleicht nicht so gut findet, der soll auch wissen, dass du viele Freunde hast, die hinter dir stehen. Und das will ich auch symbolisieren, auch mit meinem heutigen Besuch. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Weiterhin viel Kraft, viel Erfolg, viel Zustimmung und viele Freunde und viel Unterstützung. Weil das hast du wirklich verdient. Und Berlin hat es vor allen Dingen verdient, weil so eine Projekte sollten Schule machen. Wie man friedlich miteinander lebt. Wie man andere akzeptiert. Wie man, ja, schwul, lesbisches Leben lebt. Auch in der islamischen Gemeinde, in den islamischen Strukturen, in den muslimischen Strukturen. Ich glaube, das ist so wichtig, so vorbildhaft. Und diesen Weg musst du einfach weitergehen. Und mich hast du an deiner Seite, wie so viele andere auch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, herzlichen Dank für die Einladung und weiterhin viel Kraft und Erfolg. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Kai. Ich habe vorhin Martin Luther King zitiert mit den Worten, ich werde mich irgendwann nicht an die Worte meiner Feinde, sondern an das Schweigen meiner Freunde erinnern. Hier in diesem Fall kann ich sagen, ich werde mich sehr wohl auch an die Worte meiner Freunde erinnern, denn es geht eben darum, ob in so einer Situation, ob man dann Freund oder eben nicht Freund ist, das festzustellen. Und vielen Dank, dass du an unserer Seite auch bist, immer wieder. Wir haben einige Aktionen schon zusammen gemacht und werden uns am 1. Juli ja, zum Regenbogenfahnenhissen hier absolut, auch wieder treffen. Und deshalb danke für dein Kommen. Vielen Dank. Essen, Trinken, alles ist da. Und es ist gut, sich anlehnen zu können an bestimmte Menschen aus den verschiedensten Fraktionen natürlich, den demokratischen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass das Miteinander, und das erlebe ich ja jedes Mal, wenn unsere Verbündeten gemeinsam im Raum sind, wie jetzt auch Martin Hickel, der Bezirksbürgermeister von Neukölln, der zu uns sprechen wird. Ich sehe euch dann nicht in irgendeiner Partei positioniert, sondern ich sehe euch als Demokraten. Ich sehe euch in den verschiedenen Parteien wirken als Demokraten, als Menschen, die für die Menschenrechte stehen und die auch hinter uns stehen. Und man muss nicht alles mit uns teilen. Aber ihr seid eben auch ehrliche Freunde, die auch einem wirklich dann auch gute Kritik auch entgegenbringen oder auch beraten, also was man sich austauschen kann. So verstehe ich Vielfalt, ja? Danke dir, dass du uns dabei unterstützt.